Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit mir, dem Edelmetcrafted. Und heute will ich mal ein Thema ansprechen. Und zwar will ich diese Woche mal über das Thema Animes reden. Denn ich will euch ein bisschen was darüber erzählen, welche Animes ich so gucke, welche ich gerne gucken würde und welche ich halt nicht so gerne gucken würde oder welche ich nicht so gerne gucken würde. Auf jeden Fall, habe ich ja letzte Woche über Fortnite geredet und ich meine, Fortnite gibt auch Anime-Skins. Deswegen denke ich, ist ein guter Übergang von letzter Woche zu dieser Woche, wie auch immer. Ich würde sagen, beginnen wir einfach und fangen wir erstmal an mit, welche Animes gucke ich denn so oder welche habe ich schon geguckt. Also, aktuell habe ich keinen Anime, den ich gucke, aktiv. Ich habe aber vor kurzem, habe ich den Anime Mirai Nai Nikki abgeschlossen. Das ist ein Anime, in dem ein Junge namens Yukiteru Amano halt an einem Spiel auf Leben und Tod teilnimmt und halt ein Zukunftstagebuch bekommt. Im Englischen heißt der Anime Future Diaries, glaube ich zumindest. Oder so heißt auf jeden Fall das Intro. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass man halt ein Spieler ist von mehreren Leuten. Und man muss halt versuchen, die anderen umzubringen und man hat halt ein Tagebuch, wo halt die Zukunft drin steht und sie haben halt verschiedene Fähigkeiten, die Tagebücher. Ja. Und es gibt halt ein paar Plot-Twists und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich fände, das war ein sehr schöner Anime, muss ich sagen. Auch ein sehr emotionaler Anime. Also wenn man wirklich so ein Romantik-Thriller Anime sucht oder halt so ein Genre halt mag, dann sollte man sich angucken. Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass ich persönlich sowas gut finde, weil ich muss sagen, ich finde eigentlich, Thriller ist jetzt nicht so meins, aber so mit gepaart und mit so Romantik ist es eigentlich was. Eigentlich ein sehr guter Anime und ich mochte ihn sehr, Dann habe ich davor, habe ich einen Anime geguckt, der hieß, Yukio Holder hieß der. Da geht es halt darum, dass, mein Junge namens Tota Konoe und der hat halt seine Familie verloren und wohnt halt, soweit ich weiß, bei seiner Tante oder ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall sagt sie, auf jeden Fall, dass sie seine Tante ist. Bekommt das früh mit. Also es wird auch früh geklärt, dass sie nicht seine Tante ist, aber es kommt halt raus, dass seine Tante halt Fähigkeiten hat, dass sie halt ein Vampir ist und so weiter und so fort. Und das baut sich halt drauf auf. Nur die Sache ist halt, der große Nachteil an diesem Anime ist halt, dass er nicht vervollständigt wurde. Also er wurde nicht beendet, die Story geht nicht weiter. Das liegt daran, da bereits ein Manga, dass es bereits ein Manga gibt, wo Yuki Holder erzählt wurde. Weil es gab schon ein Anime davor, soweit ich weiß, wo halt die Vorgeschichte vom Großvater von Tota Konoe, weil in diesem Anime geht es halt darum, dass er seinen Großvater sucht. Und ja, es gibt halt ein Voranime, wo man die Geschichte von seinem Großvater erzählt. Auf jeden Fall muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, als ich gehört habe, dass der Anime nicht fortgesetzt wird. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, denn es gibt ja auch noch andere Animes. So, es ist einer von vielen gewesen. Ich war nur leicht enttäuscht. So. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum letzten Anime, den ich geguckt habe. Und zwar Dragon Ball. Ihr müsst wissen, Dragon Ball, ich war eigentlich schon, seitdem ich klein bin, Dragon Ball Fan. Nur früher habe ich nie Dragon Ball geguckt. Ich habe, glaube ich, mal eine Folge gesehen und ich habe danach nie wieder eine gesehen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, guckst du dir mal Dragon Ball an? Du hast so viel verpasst und komm, wird bestimmt interessant. Also habe ich das getan und ich wollte natürlich nicht irgendwie wirr unchronologisch an die Sache gehen. Tatsächlich habe ich aber trotzdem, klingt jetzt dumm, aber ich habe trotzdem nicht wirklich chronologisch geguckt, denn ich habe Dragon Ball nämlich zufällig auf ProSiebenMax, das ist jetzt keine Werbung, aber auf ProSiebenMax gesehen und dann dachte ich mir, eigentlich ist doch Dragon Ball voll der geile Anime. Und ab da habe ich dann halt die Folgen auf ProSiebenMax geguckt und habe mir dann nach und nach immer zu bestimmten Events, wie zum Beispiel meinen Geburtstag oder Weihnachten oder Ostern, habe ich mir
die Dragon Ball Boxen bestellt, wo halt so Dings drin, also wo so Dragon Ball CDs drin sind und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich seit der ersten Staffel jetzt bis zur letzten Staffel, die zumindest im deutschsprachigen draußen ist, habe ich alle Folgen gesehen, also fast alle Folgen. Außer eine Serie habe ich nicht gesehen, und zwar Dragon Ball, wie heißt es nochmal? Dragon Ball GT, genau, Dragon Ball GT habe ich nicht geguckt, weil er halt nicht wirklich viel zur Story, sag ich mal, beizutragen hat, finde ich. Also das Ende von Dragon Ball Z knüpft ja, also GT knüpft ja an Dragon Ball Z an, und ja, irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Ich muss aber sagen, ich mag das Intro davon. Ja, mehr kann ich aber dazu nicht sagen. Und ich muss sagen, Dragon Ball ist auch mein Lieblingsanime von allen, und der wird es auch für immer bleiben. Komm mal, was da wolle. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal über zu Animes, die ich gerne gucken würde. Animes, die ich mir in Zukunft angucken würde, sind zum Beispiel Attack on Titan, Death Note, My Hero Academia, Hunter x Hunter. Ja, und das wären jetzt erstmal die Animes, die ich jetzt mir so angucken würde. Und die ich auch, ja, so von dem, was ich gesehen habe, eigentlich mag. Ja, kann man so sagen. Animes, die ich mir nicht angucken würde, einfach weil sie mich nicht catchen, sind unter anderem, und damit werde ich viele Anime-Fans beleidigen, aber es ist so, Naruto und One Piece sind zum Beispiel drei Animes, die ich mir nie wirklich wahrscheinlich angucken werde. Ich werde vielleicht irgendwann mal mir, ja, eine Box bestellen oder sowas, oder irgendwie mir mal eine Staffel angucken oder sowas, und werde bewerten, ob sie mir gefällt oder nicht. Aber ich muss sagen, von dem, was ich da gesehen habe, catcht es mich nicht besonders, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist es auch einfach der Artstyle, der mir nicht gefällt oder so, aber mich catcht es halt nicht. Besonders, weil es jetzt auch eher so Boruto gibt, die Serie, was, ich glaube, der Sohn von Naruto ist. Und ich muss sagen, hat mich auch nicht gecatcht, also bin ich ehrlich. Ja, auf jeden Fall gibt es dann natürlich noch so diese andere Anime, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Animes, die halt, ja, sag ich mal, ein bisschen sich abheben von dem Anime, den wir kennen. Weil die meisten Animes handeln ja so wirklich von Schule und sowas. Aber es gibt dann natürlich noch so ein paar Animes, wo, naja, sag ich mal, die weiblichen Protagonistinnen, sag ich mal, etwas freizügiger rumlaufen. Und ja, natürlich gibt es auch welche, die sehr blutig sind, wenn man das so sagen kann. Unter anderem auch Miraniki. Aber ja, wie gesagt, es gibt dann halt auch noch diese andere Anime, ne? Hentai, mein ich nur. Und naja, ne? Gibt da auch so einiges, aber persönlich kenne ich, um ehrlich zu sein, also ich bin wirklich gerade 100% ehrlich, kenne ich keinen Hentai, der bekannt ist. Ich weiß nicht, ob überhaupt einer bekannt ist. Ich glaube aber, ich bin mir nicht sicher, ob Boku no Pico dazu zählt, aber ja, auf jeden Fall ist das auch so ein Anime oder Hentai, ich weiß nicht, was zu sein ist, den ich mir, ja, so Hälfte angucken würde, weil, ja, es ist halt was anderes, ne? Ist halt anders. Ein Anime, den ich mir, ich glaube, anschauen würde, wäre dann Euphoria. Ich gehe nicht näher ins Detail, guckt euch einfach von Kurono bitte schaut euch niemals Euphoria an Video. Da wird euch gut erklärt, wieso ich nicht weiter ins Detail gehe. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wäre es das mal wieder von heute. Ne? Ich hoffe, euch hat dieser kleine Anime-Talk gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, ihr wisst, wie es läuft. Auf jeden Fall, ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr so für Animes guckt. Ob ihr mir zustimmen könnt oder ob ihr mir nicht zustimmen könnt. Ne? Und was es noch für geile Animes gibt. Auch sehr gerne irgendwelche, sag ich mal, Vorschläge, was für Animes ich mal gucken soll. In die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ja, das ist heute. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.